Brüder und Schwestern in Christus, das Evangelium, das wir gerade gehört haben, gehört zu den Texten, die sehr leicht und sehr oft missverstanden werden. Weil Jesus sagt zweimal die gleichen Worte: Ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und der erste Gedanke, der meistens kommt, ist, dass wir sterben werden, wenn wir nicht umkehren. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir werden alle sterben, ob wir umkehren oder nicht. Das hat damit nicht besonders viel zu tun. Und auch dieser gewaltsame Tod der Galiläer, die der Pilatus umbringen ließ, oder der Leute, die in Schiloach unter den Trümmern eines Turmes gestorben sind, hat nichts mit ihrer Bekehrung oder Nichtbekehrung zu tun. Es geht darum, in welchem Zustand sie der Tod angetroffen hat. Sie haben sich bis dahin nicht bekehrt und sind so umgekommen. Also der Tod ist keine Strafe für irgendetwas, noch weniger ein gewaltsamer Tod. Das passiert einfach so manchmal. Manchmal verschulden es die Menschen, wie es hier ist mit Pilatus, der einige umbringen lässt. Ein anderes Mal vielleicht Menschen oder so Umstände, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Vielleicht hat jemand bei dem Turm gepfuscht oder es gab eine Erschütterung oder sonst was, sind die umgekommen. Ist halt so. Ich will jetzt so Unfälle nicht kleinreden, aber Gott bestraft nicht auf diese Art und Weise. Ich glaube, Gott bestraft überhaupt nicht. Am meisten strafen wir uns selber und vielleicht andere. Aber Jesus geht es um eine sehr wichtige Sache, wenn er den Jüngern dieses Gleichnis erzählt. Er möchte sie dazu ermutigen, immer wieder umzukehren, aufs Neue das Leben auf Gott auszurichten. Und wie das geschieht, sehen wir bei der ersten Lesung, wo uns berichtet wird, wie Mose seine eigentlich erste Gotteserfahrung macht. Wo er irgendwo in die Wüste geht, in eine völlige Öde, und dort begegnet er Gott auf eine ein bisschen malerische Art und Weise, aber das ist nicht so wichtig, also für mich im Moment, also den Dornbusch und so weiter, was da alles passiert, wie Gott seinen Namen offenbart, das sind alles wichtige Dinge, das werden wir auch in der Osternacht genauer feiern, aber hier geht es darum, dass Mose Gott begegnet. Wichtig ist auch der Ort der Begegnung, das ist die Wüste. Und eine Wüste, also ich war, glaube ich, noch nie in so einer richtigen Wüste, aber ich kann es mir vorstellen, dass es kein besonders angenehmer Ort ist. Da gibt es nicht besonders viel. Und die Wüste, von der hier die Rede ist, das waren so Steine und alles Mögliche. Der Berg, auf dem Gott sich offenbart, oder bei diesem Dornbusch, ist auch kein besonders prächtiger Berg. Sogar der Berg der Offenbarung, wo dann die 10 Gebote gegeben werden, es gibt schon schönere auf dieser Welt als diesen einen. Gott schickt uns nicht an besondere Orte, damit wir ihn erfahren können. Sondern Mose befindet sich in dieser Wüste nicht, weil Gott ihn irgendwo gerufen hat, ihm etwas ins Herz eingegeben hat, sondern weil er die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters hütete. Das war sein Job. Er hat diese Viecher gehütet und ja, da ging es auch in die Wüste. Und es ist nicht so, dass Gott ihn dort gerufen hat, sondern Gott ist zu ihm gekommen. Also für Gott wäre es auch nicht so problematisch, dass da ein Dornbusch bei dem Zelt vom Mose zu brennen anfängt. Ja, warum nicht? Ginge auch, aber irgendwie wollte er Mose dort begegnen, wo er wichtig, wo sein Leben stattfindet. Und sein Leben war zur Zeit wirklich dieses Hüten der Schafe und Ziegen, eine ganz einfache Angelegenheit. Und ich war jetzt diese Woche in Rom und die meiste Zeit im Vatikan. Wir haben mit ein paar Studenten verschiedene Sachen besucht,
hatten interessante Begegnungen mit sehr interessanten Leuten. Und man neigt sehr oft, wenn man solche Dinge erlebt, also eine schöne Wallfahrt oder wenn man so vielleicht wichtigeren Menschen in der Kirche begegnet, das ein bisschen zu überbetonen. Ja, da begegne ich Gott. Kann sein, punktuell kann es sein. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott vor allem in unseren Alltag kommt. Und es zeigt dieses Gleichnis, das wir gehört haben, was Jesus seinen Jüngern erzählt, von dem einen Feigenbaum. Es ist sowieso eine bisschen seltsame Geschichte, dass ein Feigenbaum mitten in einem Weingarten wächst. Also wer schon einen Weinberg gesehen hat, weiß, da rodet man alles, was nicht Weinstock ist. Sonst entzieht es das Wasser und so weiter. Also wenn so ein Feigenbaum wächst, ist es nicht gut für einen Weinberg. Aber er ist da. Ein bisschen fehl am Platz. Und das steht, dieser Feigenbaum, auch manchmal für unser Leben. Manchmal sind wir an einem Ort in unserem Leben, an dem wir nicht besonders sein wollten, oder wir befinden uns an einem falschen Platz, weil wir Entscheidungen getroffen haben, weil andere für uns Entscheidungen getroffen haben, weil es mal einfach so ist. Und so ein Feigenbaum sind wir sehr oft, vielleicht nicht mit unserem ganzen Leben, aber mit so Teilbereichen. Und wie der Besitzer des Weinbergs kommt, will er diesen Baum eigentlich umhauen, weil er sieht, er ist fehl am Platz, er hat da eigentlich nichts zu suchen. Und nicht nur das, hätte er wenigstens Früchte gebracht, er ist nichts. Und dieser Weingärtner, der für mich, für Jesus steht, es gibt auch andere Deutungen, aber für mich steht dieser Weingärtner für Jesus, kommt zum Besitzer und sagt ihm, na, hör mal, lass ihn noch ein Jahr stehen, schadet dir ja nicht. Und ein bisschen mit Dung dazu geben, ein bisschen Mist, dass er vielleicht irgendwie neue Lebenskraft bekommt. Vielleicht bringt er doch Früchte. Und für mich ist das ein Bild dafür, wie Gott ist mit uns Menschen, wie er mit uns umgeht. Er kommt zu uns, manchmal in unsere Wüste, wie bei Mose. Manchmal ist es ein Weingarten, wo wir vielleicht fehl am Platz sind, wo wir ja keine Früchte bringen, aus welchen Gründen auch immer. Gott kommt immer zu uns. Und sein Sohn ist einer, der sich nicht zu schade ist, da ein bisschen Mist in seine Hände zu nehmen, uns ein bisschen noch Lebenskraft zu spenden, damit wir wachsen können, immer wieder aufs Neue. Und so ist, glaube ich, auch jede Fastenzeit so ein Prozess, wo Jesus zu uns kommen möchte in unser Leben und mit dem, was unser Leben ausmacht, uns neue Lebenskraft spenden will. Deswegen ist es nicht so wichtig, dass man, ja, es ist auch vielleicht wichtig, aber nicht so entscheidend, dass man große Wallfahrten im Leben unternimmt, dass man, was weiß ich, erlebt, dass man dem Papst die Hand schüttelt. Ein tolles Erlebnis, ich habe noch nie gehabt, aber die so nahe waren, berichten, es ist auch was Schönes. Kann ich mir vorstellen. Aber Gott begegnet uns auf eine andere Art und Weise, sehr oft. Er kommt zu uns, in die Mitte unseres Lebens und versucht mit dem, was uns umgibt, und manchmal ist es halt Mist oder nur Steine wie in der Wüste, uns neues Leben zu schenken. Und Gott ist keiner, der mich oder dich aus dem Leben reißen wird. Er lädt nur dazu ein, kehre um, dass du dein Leben wirklich ausnutzt, ist das falsche Wort, aber in vollen Zügen lebst. Damit du etwas am Ende deiner Tage nicht bereuen musst, dass ich diese oder jene Möglichkeit nicht genutzt habe. Gott ist eh barmherzig. Darauf dürfen wir hoffen.
Aber wir sollen es nicht vernachlässigen, unsere eigenen Möglichkeiten zu nutzen und auch die Möglichkeit, die uns Gott schenkt, jeden Tag aufs Neue, dass er uns versucht, diesen fruchtbaren Boden zu geben, damit wir wachsen können. Und ich lade dich dazu ein, suche vielleicht in dieser Woche diesen fruchtbaren Boden, den Gott dir gibt, den er dir jeden Tag aufs Neue schenkt. Mach deine Augen wirklich weit auf und schaue, wo es dir möglich ist, dein Leben vielleicht ein bisschen zu verändern, damit, nicht damit du ein besserer Mensch wirst. Das ist eine gute Sache, aber Gott geht es um etwas anderes. Damit du ihm näher sein kannst. Das ist das Entscheidende. Und wenn du Gott nahe bist, dann wirst du auch alle Sakramente richtig empfangen, dann wirst du auch ein guter Mensch werden, weil es dir ein Anliegen sein wird, für andere da zu sein. Aber versuche wirklich zuerst die Nähe Gottes zu suchen, diese Woche. In deinem Alltag, nicht in irgendwelchen außergewöhnlichen Sachen, sondern da, wo du bist. Zu Hause, in der Arbeit, bei deinen Bekannten oder wenn du spazieren gehst, ist egal. Frag Gott immer, was willst du mir zeigen? Wie willst du mir das Leben schenken in dieser Woche?